Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Die Wahrheit ist einzig. Salomo sagte einst, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und genau so ist es auch. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen von Bob Dylan, einem der berühmtesten Musiker aller Zeiten. Dort erzählt er, wie er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um berühmt zu werden. Hier das Video. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in a world we can't see. Wie ihr wisst, haben die meisten Stars so einen Pakt geschlossen. Das ist nichts Neues. Doch die meisten Leute denken, man kann dann einfach in Ruhe sein Leben genießen. Doch das stimmt überhaupt nicht. Von dem Moment an, wo man den Pakt eingeht, ist man Satans Sklave und muss alles tun, was ihm gefällt, sogar Kinder opfern. Römer 6, Vers 16 sagt uns dazu: Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Satan ist ein grausamer Herrscher. Und Matthäus 6, 24 sagt uns eindeutig: Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Egal wie weit ihr euch bisher von Gott entfernt habt, er ist nur einen Schritt von euch entfernt. Es ist nicht zu spät umzukehren. Denn nicht umsonst lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 19: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Markus 8, Vers 36: Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Der Einzige, der euch ein neues Herz geben kann, sodass ihr die Sünde hasst, ist Jesus Christus. Hesekiel 36, Vers 26: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Denn von genau diesem Jesus heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 43: Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Alle Propheten legen Zeugnis ab, liebe Geschwister, so verlockend die Angebote dieser Welt sein mögen. Sie sind nichts im Vergleich zu Millionen von Lebjahren voller Frieden und Liebe. Es wird Zeit, nach Hause zu kommen. Unser wunderbarer Erlöser wartet auf euch. Liebe Geschwister, ich wünsche euch Gottes Segen und alles Gute.